I weekenden afholdte Red Bull endnu en gang Tri Island. 506 deltagere kastede sig ud på en rejse mellem de tre øer Amrum, Før og Sild. Heriblandt var også sidste års kvindelige vinder, Hanna Winkler. 2,5 km svømning, 40 km cykling og 10 km løb skulle tilbagelægges før målstregen på Sild. Hanna Winkler løb endnu en gang med damernes sejr i tiden 3 timer, 2 minutter og 51 sekunder. Ich bin überglücklich. Ich habe es gehofft und geträumt, aber ich war nicht sicher, ob es wirklich klappt. Und man hat natürlich den Ehrgeiz, alles zu geben. Aber es kann so viel passieren im Triathlon. Man verschwimmt sich, man hat einen Platten oder was auch immer passiert zwischendurch. Und deswegen bin ich überglücklich, dass es geklappt hat. Also. Især en disciplin var hård i sommervarmen. Beim Laufen war es richtig, richtig schrecklich. Also ich bin eigentlich ganz gut gestartet und fühlte mich auch gut, obwohl meine Beine unglaublich schwer waren. Und dann, als es dann in den Sand, also wirklich in den Sand ging, es waren 3 Kilometer, es war unglaublich hart. Und ich dachte wirklich, oh Gott, bitte mach, dass es vorbei ist. Unglaublich, das war's von mir, das ist so schön. Meine Herren, gewinnt der Erfolg eines Sieger und bei den